So. Hat es doch ein paar Leute von der Mine gerettet und die dürfen zum Feld arbeiten. Ob die wirklich glücklicher werden damit, weiß ich nicht. Wir haben zwei Häuser nicht fertiggestellt. Warum? Hier fehlt Stein, okay. Hier fehlt auch Stein, verdammt. Das heißt, uns werden jetzt ein paar Leute erfrieren. Musst du sehen, welche Stein kriege. Hier unten ist noch Stein. Ja, und hier drüben sowieso. So. Ja. Gut, jetzt während das Ganze wieder so ein bisschen nachzügelt und ich warte, dass wir wieder mehr Arbeiter kriegen für den Steinbruch. Der Vendor, okay, Vendor haben wir genug im Einsatz, das können wir verkraften. Was mir auch persönlich sehr gut gefällt, was ja auch schon vor einiger Zeit angekündigt wurde, Command & Conquer Generals 2 wurde ja eingestampft von EA. Genau wie C&C Tiberium und irgendwas haben sie noch eingestampft. Ich weiß sogar welches, aber ich glaube, das war eigentlich nie so wirklich publik. Und zwar war die Ankündigung, irgendwo mal ganz klein, dass man ein weiteres Command & Conquer im Tiberium-Universum plant, also nach Teil 4. Das Problem ist nur, keine Sau hat Teil 4 gespielt, deswegen wird auch keiner wissen, was in Teil 5 passiert. Blöde Sache. Jedenfalls ist es mittlerweile sehr fix, dass, also es ist schon lange fix, dass Generals 2 nicht kommt. EA hat offiziell gesagt, ja, weil Baum und weil, oh, genau. Weil sie, wie war das genau? Weil die Qualitätsansprüche den Fans und dem Studio nicht genügt haben. Und anstelle, dass man sich ans Zeichenbrett setzt und das Ganze nochmal neu entwirft, vielleicht als Vollpreisspiel mit anständiger Solo-Kampagne und so, das kommt nicht in Frage, wir brechen wir lieber gleich komplett ab. Und damit ist Command & Conquer vermutlich tot. Was es aber gibt, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist ein Fan-Remake von Command & Conquer Renegade. Das habe ich auch eine Zeit lang versucht zu spielen. Ich bin halt den Shooter nicht unbedingt der Bringer. Muss es nach einer gewissen Zeit auch wieder sein lassen. Aber ich spiele sehr gerne Titanfall momentan. Dazu werde ich auch ein, oder habe ich jetzt eigentlich schon letzte Folge aufgenommen. Ich muss es nur noch jetzt mal rendern und encodieren und einen kleinen Text dazu verfassen für den Blog wieder. Und dann kommt das letzte Fun auch schon. Titanfall wird bei mir an der 90er Marke wahrscheinlich nicht kratzen. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen geschaut, wie werde ich die Wertung vergeben. Es hat eine Hammer-Grafik, die hier und da noch ein bisschen aufpoliert hätte werden können. Natürlich nicht muss. Aber das wird auf keinen Fall die vollen 10 Punkte geben. Soundtechnisch ist es einfach genial. Da kann man nichts meckern. Das wird auf jeden Fall die vollen Punkte geben. Steuerungstechnisch ist es schwierig. Man braucht schon eine ordentliche Zeit, um sich an das ganze Setting zu gewöhnen. Also an die Steuerung, jetzt nicht ans Titanfall-Setting von der Story her, sondern ans Setting von der Steuerung mit der Tastatur her. Mit Gamepad habe ich es gar nicht erst probiert, weil mir Shooter mit Gamepad die Gänsehaut am Rücken bescheren.
Nach der ersten groben Durchrechnung tendiere ich zu einer Wertung von 87%. Es ist an sich ein sehr gutes Spiel, aber wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, da gibt es Abzüge. Aber die genauen Details könnt ihr dann ja im Bericht auf der Homepage lesen. Macht auch mehr Sinn, als wenn ich es jetzt hier so raushaue. Wahrscheinlich, na, oh ja, es müsste schon online sein, wenn die Folge hier kommt. Ansonsten finde ich das Spiel einfach nur episch. Also da haben sich die Jungs und die Damen und Herren, Verzeihung, nicht die Jungs und Mädels, die Damen und Herren von Respawn Entertainment echt groß reingehangen. Also meinen tiefsten Respekt davor. Die haben hier was echt groß. Hoppla, wir können schon lange umbauen. Die haben hier was echt Großartiges geschaffen und ich bin einfach nur begeistert davon. Hey, ein Trader ist da. Wollmäntel, die könnten wir brauchen. Aber so wie ich den hier kenne, wird sich der nicht mit Herbs und so zufrieden geben. Ja. Nahrungsmittel werden wir bei dem nicht los, da brauchen wir. Da brauchen wir. Das Problem ist, wir können Stein, Eisen und Holz jetzt selbst nicht so wirklich hergeben. Wir können ein Firewood hergeben. Bei Kleidung, naja, ein bisschen was dazu kaufen könnten wir. Wäre nicht schlecht. Das Ding ist eben nur, dass wir relativ viele Steine zum Ausbau brauchen. Bei 4 Häusern sind das 160 Steine, die haben wir so und so nicht. Ach, ich bezahle jetzt schon so viel, okay. Sechzehn, noch 4 drauf. So, damit ist der versorgt, Firewood. Ja, das werden wir gleich wieder brauchen. Wobei in der Zwischenzeit kann ich eigentlich einen Woodcutter abziehen. Dann kann der nämlich als Laborer mitarbeiten. Habe das Gefühl, ich brauche ein neues Gesprächsthema. Es ist toll, dass ich gerade so wahnsinnig. Ja, ich spiele natürlich momentan auch wieder irre viel World of Tanks, weil die League of Legends so einfach rumspacken bis zum geht nicht mehr. Deswegen gehen auch momentan total viele Replays nicht, die ich ganz gerne spielen würde. Oder vorspielen würde und deswegen auch
wird da gewisse Zeit nichts kommen jetzt, weil ich da eben einfach diverse Produktionsprobleme habe, weil einfach Let's Replay nicht funktioniert, also LOL Replay nicht funktioniert. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Kürbisse wachsen, das ist toll. So viele Kürbisse. Es gibt beim Erntefest wieder so schöne Kürbislaternen. Schön. Ach ja. Ah, schön. World of Tanks. Da bin ich wahrscheinlich im falschen Spiel unterwegs. Ich werde das auf jeden Fall im Update auch nochmal fragen. Hätte jemand von euch Bock, World of Tanks zu zocken in einem Let's Battle oder so? Ich suche ja noch immer nach einem Ersatz für StarCraft 2, weil das eigentlich kein Mensch mehr spielt und ich nicht nur League of Legends machen möchte. Weil es genug Leute gibt, die sagen, ja, ich spiele League of Legends nicht. Ich bin aber auch einer von der Sorte, die sagt, okay, ich spiele kein Dota 2. Deswegen müssen wir uns da irgendwo in der Mitte treffen und wie gesagt, ich bin gerade eben in World of Tanks wieder ziemlich gut dabei. Und da könnten wir die eine oder andere Veranstaltung auch abziehen damit. In 7er Zügen oder eben auch in größeren Teams, falls wir mehr sind. Gibt es dann auch diese Übungspartie, wo man sich die Verbündeten und die Gegner alle selbst aussuchen kann. Ist dann eben immer die große Frage, ob ihr das wollt oder eben nicht. Hey, zwei Häuser sind schon aufgebaut, das dritte hier fehlt jetzt noch. Dem fehlt es an Stein, verdammt. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Steine vorläufig so abbaue. Weil jetzt wird es langsam Zeit für den Steinbruch. Wie gesagt, World of Tanks wäre eine Option, die man auch spielen könnte, wenn ihr da denn Lust drauf habt. Ja, ich werde auf jeden Fall im Update auch nochmal fragen. Aber ich sage hier vorsichtshalber mal, schreibt es in die Kommentare. 80, 40, okay. Dementsprechend werde ich dann das Ganze organisieren und machen. Ansonsten wird es demnächst wieder ein Let's Battle League of Legends geben. Ja. Wir haben ziemlich viel Kohle. Ich glaube, ich teile die Arbeiter mal auf. Weil dann kann ich die Eisen abbauen. Das wird nämlich auch schon wieder knapp. Wir haben auf jeden Fall auch genug Nahrung, das heißt, es wird langsam Zeit, dass die Häuser hier weiter wachsen und weiter gebaut werden. 8 Schüler. Den Woodcutter können wir jetzt auch wieder einsetzen, glaube ich. Der ist jetzt, glaube ich, wieder sehr gefragt. Nachdem es Winter wird. Ich glaube, da kann man den ganz gut brauchen. Ja. Und jetzt Funkstille und überlegen, wie baue ich weiter. Hier habe ich das Feld schon gebaut, hier werde ich nicht direkt noch ein Feld anlegen können. Also ich werde hier noch was bauen müssen. Dazu werde ich aber erstmal die Seeds brauchen. Storage-Bahnen sind schon wieder voll, oder was? Gibt's doch nicht. Kann's doch nicht sein.
Ich habe noch nicht so viele. Hier ist fast leer, der Flug. Das ist auch fast voll. Gibt's doch gar nicht, ey. Ich habe zu wenig Bürger. Wahnsinn.